Hallo, herzlich willkommen zu dem Video. Mein Name ist Birgit Heigl. Ich arbeite mit Menschen, die Ängste haben am Pferd, aber nicht nur am Pferd. Ich arbeite auch mit Menschen, denen das Thema Stress, innere Druck oder ja, Veränderungen, die anstehen, Konflikte, Herausforderungen, nicht so ganz fremd ist. Zu all diesen Themen gehört ja vor allem auch das Thema Grübelschleifen. Und in dem Video wird es eben über diese Grübeleien, diese Gedankenschleifen gehen. Ich erzähle dir erstmal was drüber, was sind Grübelschleifen überhaupt, wie entstehen sie, was machen die mit dir und dann natürlich zum Schluss auch gibt es eine kleine Strategie, wie du da auch wieder rauskommst. Das ist nämlich durchaus möglich. Ja, was sind Grübelschleifen? Grübelschleifen sind so diese Gedankenschleifen, in die man reingezogen wird, gefühlt und nicht mehr rauskommt. Nur so diese Gedanken, die sich im Kreis drehen und im Kreis drehen und im Kreis drehen und ja, kein Ende haben. Die immer wieder bis zu einem gewissen ziemlich doofen Ende laufen und dann wieder von vorne anfangen. Das Problem an der Geschichte ist, dass die schon entstehen und dich reinziehen, bevor du überhaupt erst in eine ja, gefährliche Situation kommst oder in diese Situation, vor der du eigentlich Angst hast. Das passiert schon viel, viel früher. Die machen dir viel früher schon das Leben schwer. Die sind total lästig und ja, die verfolgen dich natürlich bis in den Schlaf, der oftmals dann eben nicht mehr stattfindet. Die belasten die Beziehung, weil das oft der Partner auch mitbekommt und dann genervt ist irgendwann. Auf der Arbeit kann man sich nicht mehr konzentrieren und ja, Freude und Spaß bleiben oftmals auch auf der Strecke. Wie entstehen sie denn jetzt, die Grübelschleifen? Ja, weil das ist erstmal wichtig, überhaupt zu wissen, herauszufinden, wie es entsteht, wie es losgeht, weil nur wenn ich weiß, was los ist, kann ich dann hinterher auch was ändern. Also, Anfang, Startschuss gibt meistens ein einziger Gedanke. Und da gilt es wirklich mal rauszufinden, was sind so diese ersten Gedanken. Ich arbeite ja eben viel mit Menschen, die Reitangst haben, also Angst vorm Reiten oder beim Reiten. Und bei denen ist so der erste Satz, der so diese Negativspirale anstößt, dieses, heute reite ich. Ne? Die nehmen sich vor, sind noch daheim, auf dem Sofa, gemütlich, alles gut, heute reite ich. Und dieser eine Satz reicht, damit das alles losgefahren wird. An diesem einen Satz wird festgehalten, ne? Du denkst diesen, dann hältst du dran fest und denkst den Gedanken weiter. Auf diesen Satz bauen sich praktisch andere Gedanken auf. Wenn ich jetzt heute reite und zu meinem Pferd komme, dann merkt mein Pferd schon, dass ich aufgeregt bin. Ich bin ja vorher schon, ne, kriege keine Luft und den Stress merkt man mir ja auch an. Und was ist, wenn mein Pferd dann beim Aufsteigen wieder nicht stehen bleibt? Also meistens bleibt es ja eigentlich stehen, aber könnte ja sein, dass es doch nicht stehen bleibt. Und wenn ich dann oben bin und losreite und ich bin dann nicht alleine in der Halle, dann rennt mein Pferd wieder den anderen hinterher und im Zweifelsfall ja, falle ich runter. Und was ist, wenn draußen wieder irgendwas ist, was mein Pferd hört, dann erschrickt es, springt zur Seite, falle ich auch runter. Mein Pferd passiert vielleicht auch was und es geht mit bestimmt wieder ganz doof aus. Und da gibt es noch viel, viel mehr drumherum. Gibt es nicht nur beim Reiten, gibt es in anderen Situationen natürlich auch noch. So zum Beispiel, heute Nachmittag muss ich zu meinem Chef oder ich habe mich mit meinem Partner gestritten und was mache ich jetzt wieder? Immer wieder dasselbe. Ne? Und das sind so kleine Sätze eigentlich, die dann dazu führen, dass solche richtige Konstrukte aufgebaut werden. Das Problem an der Geschichte ist jetzt, dass du das Ganze natürlich bewertest. Du bewertest es und natürlich negativ. Das Ganze ist schlimm, das ist schlecht, das ist doof und im Zweifelfall natürlich auch gefährlich, weil wenn du auf deinem Pferd irgendwann mal oben sitzt, dein Pferd erschrickt, buckelt oder zur Seite springt, ja, im Zweifelfall fällst du natürlich runter und tust dir was. Und wie gesagt, dem Pferd passiert vielleicht auch was. Auch nicht besser. Die Bilder, die dazu entstehen, ne, so dieses Kopfkino, das entsteht ja dann parallel dazu. In diesen Bildern siehst du dich mit deinem Pferd meistens wirklich in der kompletten Katastrophe. Ne? Also du bist live in diesem Film und der Film hat ein katastrophales Ende, nämlich im Zweifelfall eben dieser Sturz. So, und jetzt kommen die Emotionen.
Und die Emotionen, wenn da sind, dann bist du praktisch komplett handlungsunfähig. Wenn die Angst da ist, wenn die Unsicherheit da ist, dann noch die Zweifel, dann vielleicht ein Ärger über dich selber und, dann bist du da so gefangen, dass du tatsächlich nichts mehr tun kannst. Wenn es um die Angst geht, dann bist du starr, du erstarrst, du kannst nichts mehr tun und kriegst keine Luft mehr und letztendlich gibt es dann wirklich nur noch nichts wie runter vom Pferd und wieder mit beiden Beinen sicher auf dem Boden stehen. Das Gemeine an dem Ganzen ist jetzt, dass du nicht auf deinem Pferd drauf sitzen musst und dann startet das Ganze, sondern wie gesagt, du bist noch daheim, alles safe, alles gut, sitzt auf deinem Sofa, alles ist ruhig. Du denkst nur diesen einen Gedanken und es geht schon los. Und es geht so lang los, bis du tatsächlich bei deinem Pferd bist. Wenn du Glück hast, ja, dann entscheidest du dich tatsächlich drauf zu gehen. Ja, mit Leichtigkeit und Spaß hat es nicht viel zu tun, aber du tust es wenigstens. Aber bis dahin bist du praktisch in dieser Dauerschleife gefangen, weil es geht wirklich rundum und ständig und immer weiter. Du kommst da nicht raus. Und oft führt es eben dazu, dass man das, was so unangenehm ist, was so doof ist, was einen so belastet und auch gefährlich erscheint, natürlich vermeidet. Du nudelst dich bis dahin, bist überhaupt bei deinem Pferd, bist so durch, dass du dann oftmals genau das vermeidest, das heißt, du entscheidest dich dazu, eben nicht aufzusteigen und nicht zu reiten. Dieser eine Gedanke führt dazu, dass dein innerer Autopilot direkt angeschalten wird. Das geht läuft wie geschnitten Brot. Innerhalb von Sekundenbruchteilen bist du da drinnen und ja, dann geht's rund in dir sozusagen. Welchen Effekt hat es jetzt auf dich? Dieses ganze Chaos in dir, diese Gedanken, diese Bilder, der Film, der da abläuft, die Emotionen, ne, das ist ja ein furchtbares Chaos, das da letztendlich in dir herrscht. Und das sorgt tatsächlich, es erzeugt so einen richtigen Sog. Und dieser Sog zieht dich rein, ne, so richtig rein in die Negativspirale. Du fühlst dich so richtig schön rumgebeutelt und die Tür, wo es rausgeht, vor lauter gedreht werden findest du die nicht. Die gibt's aber. Und das ist wichtig zu wissen. Das Ganze kostet dich wahnsinnig viel Kraft und wahnsinnig viel Energie. Ja, oftmals leidet der Schlaf, weil gerade gern im Schlaf grübelt man ja und grübelt und grübelt und grübelt, findet natürlich keine Lösung und kein Ergebnis, geht auch gar nicht. Du hast dadurch einen Megadruck und einen Riesenstress. Also du läufst dann teilweise wirklich so mehr oder weniger am Limit und hast ja eigentlich so die normalen Herausforderungen am Tag auch noch zu leisten. Und das ist ja auch sehr, sehr oft stressbehaftet heutzutage. Das kommt noch obendrauf dazu. Je öfter du das Ganze magst, desto schneller bist du natürlich drinnen. Autopilot funktioniert immer besser. Du vermeidest letztendlich immer mehr das, was du möchtest, aus lauter Angst, was passieren könnte. So sind wir einfach gepolt. Der Körper und auch das Gehirn möchte das, was gefährlich ist, vermeiden. Wenn du dann aber das vermeidest, was du ja eigentlich möchtest, was dir aber Angst macht, nämlich das Reiten zum Beispiel, dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil bist ja wieder nicht geritten. Dann wirst du deinem Pferd nicht gerecht, du sorgst nicht für dein Pferd, wie es eigentlich bräuchte und du kannst ihm nicht bieten, was gut fürs ist. Dann kommt das schlechte Gewissen. Es kommt ein Ärger über dich, es kommt eine Wut, Enttäuschung ist oft da und damit verbunden ist ganz, ganz oft auch eine Traurigkeit. Also wenn ich mit Menschen arbeite und mir da so ein bisschen in die Richtung gucken, kommen sofort oft Tränen, weil einfach die fühlen sich selber so, ja, teilweise fast schon so nutzlos und wertlos und unfähig, das zu leisten. Und da ist wirklich so diese Enttäuschung über sich selber und diese Traurigkeit, weil man also eben auch seinem Pferd ja gerecht werden möchte und das gefühlt aber nicht kann. Wie die Pferde das sehen, ist nochmal was ganz anderes. Aber man selber fühlt sich natürlich so. Man hat ja Verantwortung und man sorgt sich ja um die Viecher. Ne? Viecher. Ja. Das heißt, letztendlich bist du in der Zwickmühle gefangen, weil egal in welche Richtung du dich entscheidest, ob du sagst, du reitest jetzt tatsächlich gefährlich oder aber, nee, das ist mir jetzt zu gefährlich, mach's nicht. Und dann machst aber wieder nicht das, was gut fürs Pferd ist. Ne? Das ist eine Zwickmühle und da kommst du nicht raus. Das heißt,
aus dem Stress kommst du, egal wie du dich entscheidest, nicht raus. Du bist drin gefangen. Und für deinen Stress und für deinen Druck ist es gar nicht gut. Irgendwann zerreißt es dich tatsächlich. Das Wichtigste für dich ist jetzt natürlich, wie geht's da raus? Ne? Wo ist der Ausweg? Wo ist die Tür, die du da aufstoßen kannst? Die gibt's nämlich. Kleine Vorbereitung dazu. Als erstes gehst du mal her und suchst dir eine Alternative. Und zwar einen alternativen Satz, den du denken kannst, wenn du merkst, du drohst wieder in die einschränkende Richtung abzudriften. Ne? Autopilot an und zack. Nee, du brauchst eine Alternative, weil ich erlebe häufig, dass so dieses, ja, und halt den Gedanken nicht fest, lass ihn gehen, schnauf mal durch und ne, so dieses, das ist ganz schön und gut und auch nicht verkehrt, aber in dem Moment, wo ich dann keine Handlungsalternative habe, dann stehe ich vor einem Loch, weiß nicht, was ich tun soll und schwupp bin ich wieder im Sog und bin wieder ab in die Negativspirale. Deswegen ist dieser alternative Satz so wichtig und den musst du dir vorher zurechtlegen, damit du ihn dann parat hast, wenn du ihn brauchst. Wenn es jetzt darum geht, um dieses, ich reite heute und da eine Alternative dazu zu finden, das kann was ganz, ganz Banales sein. Irgendwas, was, ja, es muss noch nicht mal positiv bewertet sein von dir, was irgendwas Neutrales, was ganz Normales reicht schon. Und das kann wirklich sowas sein wie, ach nee, Staubsaugen muss ich ja noch. Jetzt macht Staubsaugen auch nicht immer Spaß. Aber vorm Staubsaugen hast du vermutlich keine Angst. Das ist was, was machbar ist. Und vor allem, das ist was, das kannst du auch direkt tun. Selbst wenn es blitzeblank und sauber ist, egal. Du kannst was in dem Moment tun. Was für einen Satz du dir da zurechtlegst, was für dich funktioniert, musst du natürlich selber rausfinden und du kannst auch einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ne? Such dir mal irgendeinen Satz raus, probier es aus, funktioniert es, ist gut, funktioniert es nicht, such dir was anderes. Ja, oftmals sind so Sätze, wo man dann tatsächlich ins Tun kommen kann und irgendwas ganz, ganz anderes tut, die sind im ersten Moment oftmals hilfreicher. Aber jeder ist anders und ja, das darfst du für dich ebenso im Sinne auch von Jugendforscht rausfinden. So, jetzt hast du deinen Satz. Wie gehst du jetzt vor? Das Wichtigste ist zum Anfang, dass du erstmal weißt, was los ist. Davon hast du jetzt eine Idee bekommen. Ne? Gut, dass du in den Grübelschleifen drin steckst, das hast du vermutlich schon länger bemerkt, sonst würdest du dir das Video jetzt auch nicht anschauen. Aber wie entstehen die Grübelschleifen und was die dann tatsächlich auch für eine Auswirkung auf dich haben, da weißt du jetzt ein bisschen mehr. Und das ist so die erste Grundvoraussetzung dafür, dass du was ändern kannst. Ne? Weil was du nicht weißt, kannst du auch nicht ändern. Dann gilt es als nächstes, anfangen aufmerksam zu sein. Dir bewusst zu machen, das, was in dir passiert oder mit dir passiert und was passiert. Ne? Dass dieser Satz, heute reite ich, da ist und was aus diesem Satz alles wird, wenn du den einfach laufen lässt. Das ist ganz, ganz wichtig und der ganz wichtige erste Schritt, dass du da wirklich aufmerksam bist und dir bewusst bist, was da los ist. Du musst es bemerken. Weil auch sonst, auch dann kannst du es nicht ändern, wenn du das nicht mitbekommst. Ne, wenn du, manchmal passiert es tatsächlich so, ist dieser Satz da und man ist völlig so in seinem Strudel drinnen und merkt dann erst viel später, dass man schon wieder komplett eingesogen wurde sozusagen. Ist auch nicht schlimm, da braucht es dann auch wieder die Übung. Aber ne, du weißt es jetzt, du kannst es dir bewusster machen und letztendlich, je öfter du es dann auch tust, desto schneller wirst du es bemerken und desto schneller kannst du auch was ändern. So, jetzt ist dir bewusst, was da passiert. Jetzt fängst du an, diesen Satz einfach mal nur wahrzunehmen. Also mal zu bemerken sozusagen, dass er da ist. Und zwar ohne zu bewerten. Weil was bislang machst, ne, kommt ja dieser Satz, dann kommen die anderen Sätze und dann, ach, das ist jetzt aber wieder schlimm und oh Gott, da passiert wieder und das schaffe ich nicht und das kann ich nicht und Angst und ne, das ist so dieses ganze Negative.
in die positive Bewertung wirst du so einfach nicht kommen. Das ist utopisch, das funktioniert nicht. Also geh raus aus der Bewertung. Das heißt, nimm den Satz wahr und kommentiere ihn einfach mal mit einem Aha oder mit einem Okay. Das heißt, damit beachtest du den Satz. Das ist wichtig. Erstmal, du nimmst ihn wahr, du merkst, dass er da ist, aber du bewertest ihn eben nicht. Und dadurch kriegst du so ein Stück Abstand von dem Satz und auch von den Emotionen, die er eigentlich auslöst. Wichtig ist, dass du ihn nicht verdrängst. Wenn du solche Sätze verdrängst und auch die Emotionen, die natürlich dahinter liegen, verdrängen möchtest, damit machst du es wieder größer, weil du ihm Energie gibst. Lass den Satz da sein, nimm ihn wahr und geh erstmal raus aus der Bewertung. Die Herausforderung ist erstmal auch noch groß genug. Ja, sammel da deine Erfahrungen und merk, was das in dir dann ändert, wie du da wirklich innerlich Abstand bekommst, wie du rauskommst aus den Emotionen, weil das ist ja das Belastende, ne? Die ganzen Riesenemotionen, die da so dahinter stecken. So, und jetzt hast du den Punkt erreicht, wo du es drehen kannst, weil ab jetzt kannst du bewusst entscheiden, in welche Richtung du gehst. Du kannst es natürlich laufen lassen, wie immer. Ne? Ich reite heute und zack, Autopilot rein ins Negative. Du kannst aber jetzt, wenn du merkst, dass dieser Satz da ist, deinen anderen Satz aus dem Hut ziehen, kannst den hervorholen und kannst dich dafür entscheiden, diesen Satz zu denken und diesen Satz dann auch weiter zu denken. Oder aber, wenn wir jetzt wieder beim Staubsaugen sind, aufstehen, Staubsauger in die Hand und los geht's. Du hast eine Handlungsalternative und damit auch die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Du wirst aktiv, du bist nicht mehr ausgeliefert, du nimmst das Ruder wieder in die Hand. Du bestimmst, was du denkst und nicht deine Gedanken oder dein Verstand bestimmen, wie du gedacht wirst. Das ist so der entscheidende Faktor bei der ganzen Geschichte. Also denke den anderen positiven oder zumindest neutralen Gedanken weiter und bleib in dieser Richtung. Auch das ist Herausforderung genug. Das braucht erstmal viel Konzentration, viel Aufmerksamkeit, viel Bewusstheit, weil du da ganz schnell wieder draußen bist. Und du wirst immer und immer wieder rückfällig werden. Das ist ganz normal. Wichtig ist, dass du da Geduld hast und vor allem, dass du bitte, bitte lieb zu dir bleibst. Du wirst wieder rückfällig werden, oft und oft. Aber bedenke auch mal, wie oft du das ganze andere, dieses Negative geübt hast und geübt hast und geübt hast. Mit dem Neuen müssen sich im Gehirn erstmal neue Bahnen schalten, es muss alles neu verschalten werden und es braucht erstmal ein Dranbleiben, es braucht eine Energie und es ist erstmal anstrengend. Und es ist tatsächlich die Tür, die du öffnest, um aus diesen Grübeleien rauszukommen. Du entscheidest ab sofort, was mit dir passiert, wenn du es möchtest und damit aktivierst du deine Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit heißt, ich tue etwas und dadurch passiert was. Ich denke einen anderen Gedanken und lande in einer ganz anderen Richtung. Komme raus aus diesen Grübelschleifen und das hat natürlich Wirkung auf viele Bereiche im Leben. Wie gesagt, kann man nicht nur bei den Pferden anwenden, sondern letztendlich überall, wo es so um so Grübeleien geht. Und wie gesagt, heute mit dem Stress sind ganz, ganz viele davon betroffen, kann man in allen Bereichen einsetzen. Und je öfter du es machst, desto mehr übst du, desto leichter wird es gehen. Und ums Üben wirst du nicht herumkommen. Das ist das, was du leisten und was du tun musst, was die größte Herausforderung ist. Du musst es tun und dann wird es Effekt haben. Ja. So viel zu deinen Grübelschleifen. Jetzt weißt du ein bisschen mehr darüber, wie sie entstehen, wie sie funktionieren und vor allem auch, wie du rauskommst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch oder teils auch mit Leuten, wo du meinst, die könnte es auch interessieren. Ansonsten im nächsten Video wird es darum gehen, wie unser Gehirn dafür sorgt, dass, obwohl wir noch überhaupt gar nicht in diesen gefährlichen Situationen sind, die sich schon so lebensecht und so urgefährlich anfühlen.